Damen und Herren, liebe Kollegen, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Kaderbekanntgabe hier in einem besonders schönen Ambiente heute hier bei Raiffeisen, und ich darf sehr herzlich auch den Gastgeber, den Dr. Leodegar Pruschak, den Geschäftsführer der zentralen Raiffeisen-Werbung, sehr herzlich begrüßen, und auch den Teamchef Marcel Koller. Und ich darf vielleicht dich, lieber Leo, gleich um deine Begrüßungsworte bitten. Danke, Wolfgang. Ich freue mich, dass wir heute die Gastgeberrolle für das Pressegespräch übernehmen dürfen. Das unterstreicht und begrüße Sie sehr herzlich im Namen der zentralen Raiffeisen-Werbung. Das unterstreicht auch die schon langjährige gute Partnerschaft und Verbundenheit des ÖFB mit Raiffeisen. Die Partnerschaft geht bereits mehr als 12 Jahre, und Sie wissen, Raiffeisen setzt auf langjährige Partnerschaften. Beispiele Thomas Muster, Hermann Mayer, Marcel Hirscher sind Ihnen ja hinlänglich bekannt. Wir haben auch sehr viel Geduld und Ausdauer. Mit dem Team haben wir 2003 begonnen. Nach einigen durchwachsenen Jahren ist das Teamsponsoring nicht zuletzt dank Marcel Koller zu einer echten Erfolgsstory geworden. Das schlägt sich natürlich auch nieder in unseren Werbewerten. Im Vergleich zu den Anfangsjahren haben sich die Werbeerinnerungswerte und die Werbewertschöpfung mehr als versechsfacht. Unser Glaube an das Team war immer sehr groß. Wir haben auch immer vorzeitig Verträge verlängert, mehrere Jahre, und das haben wir auch vor dieser Europameisterschaftsqualifikation im letzten Herbst schon gemacht. Wir haben den Vertrag bereits vor der Qualifikation um 3 Jahre verlängert. Der geht jetzt einmal bis Ende 17, und wir haben eine weitere Option für die Zusammenarbeit, die wir mit ziemlicher Sicherheit auch ziehen werden. Ich darf daher dem Teamchef nochmal sehr herzlich gratulieren, ihm und seiner Mannschaft für die großartige Qualifikationssieg in der Qualifikation mit nur Siegen und einem Unentschieden, keine Niederlage, und natürlich auch zu der daraus resultierenden Top-Platzierung in der Weltrangliste. Wie ich den Teamchef kenne, ist sein Blick schon wieder nach vorne gerichtet. Mit dem Teamlehrgang und mit dem Länderspiel gegen die Schweiz beginnt ja schon die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Frankreich. Ich wünsche für diese Mission Euro 2016 dem Teamchef und seiner Mannschaft alles Gute und viel Erfolg. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich mitgebracht. So ein bisschen, nehmen wir es einmal, Motivationsglücksbringer für die Euro, und darf dir das kurz überreichen. Das wäre ich. Ja, besten Dank. Sieht gut aus. Die Natur schaut viel jugendlicher aus, aber ich hoffe, du verzeihst. Hast du So. Dankeschön, alles Gute. Danke. Das war's schon von mir. Ich darf das wieder. Ja, danke schön. Vielen Dank, lieber Leo. Es ist immer wieder eine Freude, mit so einem tollen Partner wie die Raiffeisen auch zusammenzuarbeiten. Und speziell auch diese Räumlichkeiten hier sind ja auch eine wunderbare Sache. Vielen Dank. So, damit dürfen wir in das rein Sportliche einsteigen. Ein paar Informationen vorab: Der Lehrgang beginnt für die Betreuer bereits am 8., für das Team dann am 9. November, kommenden Montag. Wir starten mit einer Pressekonferenz um 13 Uhr am Flughafen NH-Hotel mit dem Teamchef und 3 bis 4 Spielern, und fliegen dann um 16 Uhr nach Alicante. Sind dann dort in Spanien bis zum 15. Bis Sonntag, fliegen um 11 Uhr aus Spanien weg und werden um ca. 13.30 Uhr in Wien sein, machen dann am Flughafen eine kurze Mixzone für ein paar Interviews, stehen Spieler zur Verfügung und trainieren dann um 18 Uhr am Sonntag, haben am Montag dann unsere Abschlusspressekonferenz wie gehabt, und am 17. November dann um 20.45 Uhr das Spiel gegen die Schweiz. Kurz noch zur Schweizer Mannschaft: Die sind bereits am 12. November hier, trainieren um 16.30 Uhr, die Informationen habt ihr auch in der Pressemappe, spielen dann am 13. November um 20.45 Uhr gegen die Slowakei in Trnava und bereiten sich dann auch hier in Wien für das Spiel am 17. vor.
Soweit ein paar erste Informationen. Ich denke, der Kader ist soweit verteilt. Wir haben doch den einen oder anderen Verletzten. Wie eh schon bekannt, Robert Alm, aber ich darf vielleicht den Teamchef das Wort geben und vielleicht deine Überlegungen zum Kader Kollegen bekannt geben. Danke dir, Wolfgang. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich möchte das auch nochmals kurz benutzen. Leo, herzlichen Dank für die Unterstützung auch. Ich habe das eh schon mal gesagt, dass es ja auch natürlich wichtig ist, langfristige Partner zu haben, die einen so unterstützen, und da freuen wir uns darüber. Und es ist wichtig, das zu wissen, dass man auch dann braucht nicht auf dem Platz konstante Leistungen, sondern auch im Hintergrund und sponsorentechnisch. Besten Dank. Ja, vom Kader her sieht so aus, Wolfgang hat gesagt, Torhüter für alle klar, der Robert fällt aus, da ist zum ersten Mal der Andreas Luxe mit dabei, im Trainingslager mit Özcan und Lindner. Dann haben wir im defensiven Bereich, in der Verteidigung ist so, dass der Hinterecker wieder einsatzfähig ist, den haben wir wieder dazugenommen. Ich habe gestern aber auch mit Madel, Mike telefoniert, und der war jetzt zweimal dabei und hat sich da wirklich auch sehr gut verhalten. Heißt auch für uns, dass eben dieser Kader größer geworden ist, hat sich gut eingefügt, war auch jetzt im zwischenmenschlichen Bereich nicht auffällig, dass wir jetzt sagen müssen, der könnte nicht mehr dabei sein. Und es ist so, dass die Konkurrenz natürlich auch da in der Defensive dann größer wird. Ist gut für uns, fürs Nationalteam, dass wir da Konkurrenz haben, und dass wir aber auch wissen, wenn mal der eine ausfällt, dass dann ja, ein anderer nachrücken kann und auch gute Leistungen erbringt. Da sieht es so aus, dass Christian Fuchs ja angeschlagen war, dass jetzt wieder ins Training einsteigt. Da ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Wir haben auch miteinander abgemacht, dass wir die Woche noch telefonieren, dass wir uns absprechen, ob das keine größeren Probleme gibt, ob er da dann auch einsatzfähig ist. Für uns wichtig, dass wir jetzt nicht auch Spieler da nach Spanien mitnehmen, die dann die ganze Woche nur in der Reha sind, die nur bei einem Physios arbeiten und nicht auf dem Platz sein können. Wie gesagt, da wird die Woche noch wichtig sein, um das beurteilen zu können. Das Gleiche gilt dann im Mittelfeld, da ist der Baumgartlinger noch angeschlagen, der hat Sprunggelenk, Bänder, noch ein bisschen Probleme. Ich habe auch gestern mit ihm telefoniert, er wird die Woche versuchen, wieder einzusteigen, Donnerstag, Freitag, wir sprechen uns ab, haben auch dann ausgemacht, dass wir eventuell, wenn er am Samstag, Sonntag, wenn da das Spiel ist, dass wir uns da nochmals besprechen, unmittelbar nach dem Spiel, um zu gucken, wenn er dann mit dabei wäre, wie ist die Belastung, wie sieht es aus, dass wir da wirklich auch einen engen Draht zueinander haben, dass wir aber auch offen und ehrlich sagen können, okay, wäre vielleicht besser, mal eine Pause zu machen, und wir können einen anderen Spieler dazu nehmen. Das haben wir gemacht. Wir haben den Stefan Schwab das letzte Mal dabei gehabt. Wir haben, also der ist jetzt nicht, möchte ich klar festhalten, nicht rausgefallen, weil er schlechte Leistungen gezeigt hat. Der hat sich auch da natürlich aufgedrängt oder versucht aufzudrängen, hat sich da im Training auch voll reingehängt, ist auch vom Charakter her, passt er gut in diesen erweiterten Kreis. Da ging es uns auch darum, diese Möglichkeit, weil auch da im Zentrum der ein oder andere noch verletzt ist, mal auszuprobieren. Und da haben wir das erste Mal auch den Gucher jetzt auf oder ins Kader genommen, dass wir ihn mal anschauen können und uns dann ein Bild direkt vor Ort dann uns machen. In der Offensivabteilung ist so, dass Martin Harnik, habe ich gestern Abend noch mit ihm telefoniert, hat gestern eigentlich den ganzen Tag Untersuchungen gehabt, hat gestern Abend noch einen Kernspin für sein Knie absolviert.
Und da müssen wir eigentlich jetzt heute Mittag Bescheid bekommen, wie es aussieht. Also da könnte es sein, dass da vielleicht noch eine Änderung stattfindet. Das wird dann mit ihm noch besprochen. War jetzt heute Morgen noch zu früh. Und ich denke, dass wir da mal schauen müssen, ob es eine Möglichkeit gibt, ob er dabei sein kann. Wenn nicht, werden wir dann da uns am Nachmittag nochmals zusammensetzen, um eine andere Lösung zu suchen. Es ist so, dass der Kader natürlich auch noch ein bisschen Rücksicht nimmt auf die U21-Länderspiele, die dann auch jetzt im November stattfinden mit Finnland und Deutschland. Da haben wir uns, oder ich habe mich mit dem Gregoritsch abgesprochen, dass natürlich das wichtige Spiele sind und dass wir da beim A-Team jetzt auch Rücksicht nehmen. Das betrifft auf der einen Seite die zwei Torhüter, die jetzt auf Abruf sind, auch das erste Mal mit Bachmann und Lucic. Dass wir jetzt auch davon ausgegangen sind oder gehen, dass die drei Torhüter, dass jetzt da nichts mehr passiert und wir da nicht an irgendeinen noch aufbieten müssten. Dann ist Louis Schaub und der Michael Gregoritsch, die da auch natürlich Möglichkeit gehabt hätten, eventuell dabei zu sein. Oder die auch mit Leistungen. Auf der einen Seite bei der U21, auf der anderen Seite Rapid und HSV dafür gesorgt haben, dass wir sie da auf Abruf dazu nehmen. Dann, wie gesagt, der ein oder andere Verletzte noch dazu, die schon länger nicht dabei waren, jetzt mit Kavlak, Leitgeb, Pelivan, Lazaro, die wieder im Training dabei sind, die aber da natürlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um wieder zum Kader dazu zu gehören. Gut. Vielen Dank. Ergänzend vielleicht noch, was der Teamchef angesprochen hat, U21, den Kader habt ihr auch in den Unterlagen. Die treffen sich am 8. November in Linz, Bergasia, Bad Erlach und Akkreditierung für die beiden Spiele Finnland und Deutschland über ÖFB.at. Zum Kader selbst hat der Teamchef schon Stellung genommen. Ich darf um eure Fragen bitten. Christian Hackl. Wäre das Bernd Schaub und Gregoritsch während dieses U21 nicht gewesen, hätten Sie die beiden mitgenommen? Und Zusatzfrage, wäre der Satz für Harnik Jörgen Kreis? Also die erste ist, wir haben das natürlich vorgängig abgesprochen. Jetzt ist es so, dass wir einige auch gesagt haben, also wir möchten jetzt nicht irgendeinen, der jetzt immer wieder mit dabei war, wenn nicht irgendwie was ist, mit Verletzungen rausschmeißen. Weil wir schon auch jetzt die 4 Jahre auch Vertrauen gebaut haben. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir schmeißen jetzt den raus oder ich könnte mit dem sprechen und sage, ich möchte mal den und den anschauen, gibt das auch immer wieder gewisse Unruhe rein. Und von dem wollen wir natürlich jetzt auch vor dieser EM da nicht allzu viele Unruhe reinlassen oder ans Team ranlassen. Aber es war so, dass wir, wenn jetzt, eben jetzt Harnik die Möglichkeit, oder wenn jetzt am Wochenende noch ein weiterer ausfällt, dass wir halt schauen, dass wir das anders auffangen können und nicht unbedingt diese Spiele dann dazu nehmen. Das müssen wir noch besprechen. Wir haben da natürlich mehrere Varianten mit Burgstaller, der auch gestern mit einem guten Spiel gezeigt hat, Schobesberger, den wir eigentlich schon kennen, aber auch mit Unisivo, der natürlich auch ein interessanter Spieler ist, der gewisse Fähigkeiten hat, den wir aber auch so natürlich überhaupt noch nicht kennen. Das sind Möglichkeiten, die wir besprechen werden, um dann die Entscheidung zu treffen. Andi. Der Dietrich, der Dietrich Feier, das wir alle gesehen, kurz vor diesem Team während seinem 28. Geburtstag, die wir nicht an das hineingerufen haben, weil ich wusste, was da war, gut ist in letzter Zeit. Wie habt ihr seinen Werdegang in letzter Zeit gesehen? Ja, es ist natürlich so, dass unser Tormann-Trainer, der Klaus, da
überall unterwegs ist, in Österreich, oder unsere Torhüter natürlich anschaut, dass er da sehr gut informiert ist und dass wir ja jetzt das auch besprochen haben und gesagt haben, okay, der war jetzt auf Abruf auch zweimal, glaube ich, und hat ja macht einen guten Job da, macht ist auch auffällig für ihn und dementsprechend ist das jetzt eine Möglichkeit, um ihn mal eine Woche im Trainingslager zu testen, anzuschauen, ob das vielleicht dann auch in Zukunft eine weitere Möglichkeit sein kann. Ist das torwartspezifisch, dass man jetzt einmal etwas höhere Fußballalter zu Team Herren kommt? Ist es bei den Fetschen da auch nicht, dass zum ersten Mal auch das was reingerufen wird? Oder hat ein Torwart eine längere Lebensdauer als Fußballprofi? Ja, ich denke, dass das nicht jetzt vom Alter abhängig ist. Also wenn Sie jetzt schauen, auf Abruf haben wir die zwei U21-Torhüter, Bachmann und Lucic. Und es ist natürlich so, dass du, wenn du jung bist, oder gerade als Torhüter ist eine sehr wichtige Position und da bist du halt vielleicht dann ab und zu mal noch ein bisschen nervös. Wenn der Stürmer nervös ist, trifft er das Tor nicht, ist nicht so schlimm, sagt man meistens. Beim Torhüter ist der Ball meistens drin und das ist natürlich nochmals ein bisschen ein anderer Druck für die. Und wenn die ein gewisses Alter haben, gewisse Erfahrung, dann sind sie halt einfach auch dementsprechend ruhiger und können eher mit der Situation umgehen. Muss aber nicht für alle gelten. Und ist natürlich auch so, dass sie meistens auch länger spielen können, weil sie weniger laufen müssen, weniger intensiv damit dabei sind. Klar, natürlich auch Schläge durchs Fliegen, durch die Luft fliegen und dann den Aufprall da abfedern müssen. Aber grundsätzlich ist schon so, dass sie, und das zeigen auch immer wieder Beispiele, dass sie dann schon auch bis über 35 noch mit dabei sind, weil sie natürlich auch viel mit Auge machen. Und wenn sie gesund bleiben, fit bleiben, dann schon auch bis 40 spielen können. Also sich für das Schweiz-Spiel schon auf eine Nummer 1 festgelegt und inwieweit kann dieser Lehrgang jetzt möglicherweise eine Nummer 1-Status und wo wird einmal was ändern oder wann ist das? Ja, also ist natürlich wichtig, dass jetzt die dann zuerst mal kommen, dass wir sie aufnehmen, dass wir das sehen, wenn jetzt, sage ich mal, nichts passiert und nichts Schlimmes mit dabei ist, wird sicher der Rambo dann dieses Spiel beginnen. Hat grundsätzlich nichts jetzt am Status zu tun, am Vertrauen, dass wir in Robert haben, dass er jetzt verletzt ist und dann irgendwie im Jänner, Februar wieder mit dabei ist. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Leistung stimmen muss und wenn die stimmt und wenn wir zufrieden sind, werden wir das nicht jetzt irgendwie groß alles über den Haufen werfen. Eine Anschlussfrage noch, was hat bei Robert Hucher den Ausschlag gegeben, dass Sie den Erstminister dabei haben? Na, das ging einfach darum, dass wir ihn noch nicht kennen, dass er da bei Frosinone natürlich auch jetzt als Kapitän, ich habe Spiele gesehen im Video, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, durch Verletzungen eben auch ihn kennenzulernen und dann auch diesen Pult größer werden zu lassen. Und heißt auch natürlich eben für die anderen, die normalerweise immer dabei sind, dass ein weiterer dazukommen könnte, dass sie weiter Gas geben müssen, um dann schlussendlich auch Mai, Juni 16 dabei sein zu können. Bitte. Können Sie an sich das Länderspiel ja ohne Niederlage abschließen? Ist dieses Schweizspiel für Sie besonders? Das erste ist so klar, möchte ich gewinnen, ist aber natürlich kein Wunschkonzert, weil ich auch denke, dass die Schweizer gerne gewinnen würden oder alles dafür tun, damit sie gewinnen können. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ist ein spezielles Spiel für mich, weil ich 55 Mal ich habe eigentlich noch zwei Länderspiele mehr, aber zu meiner Zeit haben die ersten zwei noch nicht gegolten, weil du eigentlich 30 Minuten spielen musstest und ich hatte kürzere Einsätze, haben sie mir die zwei gestrichen. Also 55 Mal für die Schweiz gespielt und noch nie gegen sie.
Also wird das schon was Spezielles sein und man kennt natürlich den einen oder anderen Spieler. Wiederum ist so, dass ich ehrgeizig genug bin, um zu sagen, okay, ich muss mich auf Spiel fokussieren und wir möchten das Spiel gewinnen. Also dementsprechend auch unser Team so einstellen, damit wir das Spiel gewinnen können. Historisch für Österreich, ja, für mich auch, war eines meiner drei Länderspieltore gegen meinen ehemaligen Tormann-Trainer, den Franz. Und ja, ich glaube, hat mir es auch verziehen mittlerweile. Und ging ein Krönig-Trainer. Ja, ja, klar. Daran anschließend schon auf das Spiel gegen die Schweiz. Wie viel werden Sie in dem Spiel versuchen, ausprobieren, experimentieren, vor dem Hintergrund, dass man natürlich auch auf das Ergebnis auch schauen will? Und worauf wird im Teamcamp, in dem Camp in Spanien, der Fokus liegt, was man ausprobieren will, was man versuchen will, weiterzugehen? Ja, ist jetzt auch noch zu früh, weil wir auch noch nicht wissen, was ich anfangs gesagt habe, ob jetzt der oder der Spieler mit dabei ist. Grundsätzlich ist es so, dass wir das natürlich mal anschauen, dass wir uns dann besprechen, dass vielleicht die eine oder andere Änderung dazu kommen könnte, aber das ist wichtig, natürlich die mal zuerst in Empfang zu nehmen, da mal ein Bild zu machen, wie die Situation aussieht. Es ist so, dass wir natürlich auch im taktischen Bereich arbeiten werden, dass wir versuchen, da, also das, was wir gut machen, weiterhin gut umzusetzen, dass wir da in diesem Bereich auf dem Trainingsplatz Einfluss nehmen, versuchen, halt Kleinigkeiten den Spieler nahe zu bringen, dass sie das umsetzen sollen, weil es gut ist für sie, weil es gut ist für sie. Das werden wir dann diese Woche versuchen umzusetzen. 21.000 Karten sind derzeit verkauft für das Schweizspiel. Andi? Ja, Andi Lieberschwitz, das momentan der MLS, der Ex-Österreich, die Chance, Kontakt mit ihm, verfolgen Sie seine Aufnahmeleistungen der Klub? Ja, wir nehmen das natürlich schon auch wahr, wir schauen das an, wie wir das vorher natürlich auch gemacht haben, als er noch in Spanien war. Es ist so, dass wir natürlich eben mit Scouting direkt vor Ort ist ein bisschen schwieriger. Also dass wir das per Video machen, also dass wir die Spiele anschauen, dass wir da informiert sind, auch über die Presse. Ich habe mit ihm auf der einen Seite, als er Geburtstag hatte, Kontakt, auf der anderen Seite, als er da in Amerika zugesagt hat, haben wir noch miteinander telefoniert und natürlich auch gesprochen, wie es aussehen könnte. Also, was wird erwischt für ihn, da sich noch einmal ins Rampenlicht, dieses starke Öffentlichen reinzuspielen? Ja, es ist natürlich für die jetzt auch aktuell nicht dabei sind, ist es sicher nicht einfach. Und aktuell ist es so, klar, wenn sich einer verletzt oder vielleicht wirklich jetzt absolut nicht in Form ist, dass da eine Tür aufgeht, dass eine Möglichkeit besteht, dass man das dann auch dementsprechend anschaut. Es ist aber so, dass die Konkurrenz sehr groß ist, dass wir gerade auch auf den Außenbahnen viele gute, auch junge Spieler haben, die sich da auch aufdrängen, und da gilt es für uns, das abzusprechen, zu schauen, wer kann uns weiterbringen. Das ist ja wiederum natürlich der Vorteil des Nationaltrainers. Das ist im Club dann etwas schwieriger, weil du die Transferfrist hast. Bei uns können wir sagen, okay, wir schauen uns den mal an, oder was für Fähigkeiten hat derjenige Spieler, der uns dann auch vielleicht das gewisse Etwas noch bringen kann. Und das besprechen wir auch immer im Trainerteam. Und ja, müssen dann die Entscheidung treffen. Bis jetzt, denke ich, ist das nicht schlecht aufgegangen. Und wir hoffen, also wir werden natürlich versuchen, das weiter so zur Hand zu haben. Alex? Könnte es für Ivancic
sprechen, das eine gewisse Routine hat und schon eine Euro gespielt hat. In Hülkenburg, das ist die Konkurrenz, es gibt Junge, ja, ja, die sicherlich mehr Entwicklungspotenzial haben, aber ja, ja. Ja, das ist natürlich jetzt auch noch zu früh, aber es ist natürlich so, dass wir auch gesagt haben, ich habe mit Mann ja auch gesprochen und also gesagt, okay, also von meiner Seite wird jetzt nicht kommen, du bist nicht mehr dabei, also wenn jetzt das nicht von dir auskommt, wenn du sagst, ich gebe einen Rücktritt, okay, können wir das natürlich nicht verhindern. Auf der anderen Seite möchte ich aber genau auch diesen Aspekt beim Team behalten, dass wir mit seiner Erfahrung, vielleicht irgendwann im nächsten Jahr ist so, der eine oder andere verletzt, die Jungen vielleicht nicht in Form, dass wir dann entscheiden, okay, es ist gut, wenn wir noch einen routinierten Spieler dabei haben, der sich auskennt, der vielleicht in dem Sinn auch Ruhe reinbringen kann in gewissen Situationen, und das ist dann die Entscheidungsbasis. Aber die junge Dame hinten, Sie sind von wo? Ich kenne Sie nicht. Servus. Okay. Wie stufen Sie denn das Duell in die Schweiz ein? Wie ist denn die Schweiz aufgestellt? Ja, die Schweiz ist sehr gut aufgestellt. Sie haben natürlich auch sehr viele Legionäre. Sie werden, glaube ich, am Freitag das Kader bekannt geben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das aus der eigenen Liga dabei sind, aber es werden auch nicht viel mehr sein als bei uns. Und sie sind auch alle in den Top-Ligen, sie spielen in England, in Deutschland. Und ja, sie sind ja auch ganz knapp hinter uns, Weltrangliste. Also das heißt, wir spielen auf Augenhöhe und ich denke, es könnte auch ganz knappes Ergebnis geben. Christian und dann Billy. Die Schweiz nützt diese Vorbereitung, diese längere Phase zu zwei Spielen. Also wir überlegen, dass wir nur ein Spiel beschreiten. Das ist ganz einfach dieses in Ruhe trainieren, wichtig als Ja, genau. Wenn du einen Wettkampf hast, dann hast du weniger Trainingseinheiten. Du hast auf der anderen Seite natürlich das Spiel. Das Spiel kostet aber auch immer natürlich mehr Kraft als jetzt eine Trainingseinheit. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht jetzt vor 2 Jahren, als wir auch schon in Spanien waren. Du kannst da natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich arbeiten, du kannst Besprechungen, die wir natürlich dann auch haben, um vorzubereiten für Frankreich, dass wir das alles dazu nehmen. Und das ist, wenn du halt 2 Spiele hast, ist die Zeit noch kürzer. Wir haben auch den ein oder anderen Pressetermin mehr, natürlich auch auf Frankreich bezogen, und das alles unter einen Hut zu bringen, würde nicht gehen mit 2 Spielen. Es ist nur wegen der Journalisten, machen wir da ein Spiel. Ja, absolut. Also wir schauen auch für euch und versuchen euch das Beste zu liefern. Bitte. Zu dem kann ich nur noch irgendwie einmal war oder ein Telefonat in. Ja, also wir haben natürlich schon auch noch Kontakt, aber nicht mehr so intensiv, weil halt ja, er hat viel zu tun und ich auch und muss ja für meine Schäfchen sorgen. Also ist es schwierig dann überall anders, oder meine Ex-Spiele dann alle auch noch zu betreuen, ist wird dann das Ganze natürlich ein bisschen überdimensional. Über den Christian der Kontakt, die spielen jetzt zusammen. Ja, ja, ja. Also man hat auch einen sehr guten Eindruck von ihm oder beide voneinander. Und ich glaube, sie unternehmen auch noch viel gemeinsam. Und sie spielen auch nicht die gleiche Position, also wenn sie jetzt aufeinander treffen sollten. Herr Koller, warum jetzt eigentlich ein Trainingslager? Von den Temperaturen wird es ja da auch gehen. Was erwarten Sie sich von einer Ortsveränderung? Ja, man, die Temperatur, die können Sie, also das Trainingslager können Sie nicht innerhalb einer Woche organisieren. Die Temperatur ist vielleicht dann so mal 14 Tage im Voraus, kriegen Sie die. Aber dann vielleicht eine Woche vorher haben Sie definitiv, ob es dann schön oder schusselig wird. Also da braucht es natürlich schon mehr Zeit, um das zu organisieren. Und eben, was ich vorher gesagt habe, wir haben gute Erfahrungen gemacht. Das letzte Jahr war auch schönes Wetter. Du hast ein bisschen mehr Zeit neben dem Training. Du bist zusammen. Und ja, waren optimale Bedingungen.
Und darum haben wir gesagt, warum nicht? Johannes. Ja, wir schauen natürlich schon drauf, aber es sagt jetzt natürlich nicht alles aus, aber es sagt natürlich schon was aus und so dementsprechend haben wir auch gespielt. Und das zeigt auch die EM-Qualifikation. Also wir haben 9 Spiele gewonnen, 1 unentschieden. Wir haben nicht jetzt nur uns durchgewurstelt, sondern wir haben wirklich gut gespielt. Wir haben dominant gespielt, auch auswärts. Und das sagt was aus. Und eben. Aber wir können uns nicht an dieser Weltrangliste festhalten. Also es ist schön, es ist gut. Es sagt was aus über die aktuelle Stärke von uns. Es ist aber wichtig, dass wir auch da bleiben oder dass wir vielleicht schauen, dass wir einstellig werden, nicht zweistellig. Und Sie haben gesehen, wir waren, glaube ich, im letzten Monat waren wir 11. Und jetzt geht es nur einen Rang runter. Und vorher waren es vielleicht mal 2, 3 oder 4. Und das ist halt die Schwierigkeit. Und das, was ich gesagt habe, dass die Luft da dünner ist, dass du konstant auf einem sehr hohen Level spielen musst. Und das wollen wir natürlich auch versuchen, weiter beizubehalten. Noch eine Frage? Ja, bitte. Manche Spieler waren ja auch eine Mehrfachbelastung ausgesetzt, jetzt durch Cup Europa Cup, hat das auch bei Ihren Überlegungen eine Rolle gespielt? Nein, also die meisten sind ja natürlich das auch gewohnt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sie da mit dabei sind. Und wenn man jetzt dann natürlich auch international spielt, also man versucht ja ein ganzes Jahr lang eigentlich da mit dabei zu sein und international zu spielen. Also ist dann natürlich auch wichtig, dass man nicht klagt, dass man jetzt jeden dritten Tag ein Spiel hat. Das heißt auch, man trainiert weniger, man hat mehr Regeneration, die Spieler spielen auch die Spiele lieber, als dass sie eine Woche trainieren. Also von daher denke ich, braucht man keine Ausreden. Man muss natürlich auch Rücksicht nehmen und ich denke, das machen die Vereine, wir machen das beim Nationalteam. Wenn einer stark belastet ist, dass man ihn dann ein bisschen rausnimmt, dass man vielleicht eine Trainingseinheit weglässt. Das ist aber heutzutage gang und gäbe und wird eigentlich überall, nehme ich jetzt mal an, so umgesetzt. Ich habe noch zwei Themen, Informationen an euch. Grundsätzlich die Auslosung am 12. Dezember zur Information. Beginnt ja um 18 Uhr, Ortszeit, Palais des Congrès in Paris. Wir haben ja Medienangebote ausgesendet. Medienhotel ist circa 2 Kilometer von dem Palais entfernt. Das Medienzentrum öffnet dort um 12 Uhr am 12. Dezember und ab dann sind auch die besteht die Möglichkeit, die Akkreditierungen dort abzuholen. Von ÖFB-Seite wird abgesehen vom Teamchef, Präsident, Generaldirektor, Sportdirektor Bernhard Neuhold, Heimo Kraus zum Thema Sicherheit und ich werden vor Ort sein. Und wie die genaue Abwicklung nachher dann passiert, wissen wir noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass wir wieder so Art Mixzone gestaltet werden, wo man im Anschluss an die Auslosung dann die Möglichkeit hat, auch mit dem Teamchef oder auch den Gruppenteamchefs, wie auch immer, da sind wir noch dabei bei der UEFA, auch die Informationen einzuholen, die zu kriegen. Was die Endrunde betrifft, ist es so, dass die Akkreditierung, sofern es noch nicht bekannt ist, ausschließlich über FAME, sprich das Akkreditierungssystem der UEFA, möglich ist. Nur Journalisten, die dort angemeldet sind, haben die Möglichkeit, sich auch zu akkreditieren. Diese Akkreditierungsfenster ist dann vom 14. Dezember bis 31. Jänner. Ich sage dazu, wir haben jetzt einmal eine Quote bekommen von der UEFA, 30 Personen, also Journalisten und 10 Fotografen. Da werden wir möglicherweise noch ein bisschen kämpfen müssen, dass es vielleicht mehr werden, aber das ist einmal die Quote, die wir bekommen haben. Da sind die Rechtehalter, auch Radio, für dich sind da nicht dabei, weil die werden eigens behandelt, die Right Holders von den UEFA Broadcast Services. Grundsätzlich ist, wenn die Akkreditierung bestätigt ist, gilt das für das gesamte Turnier, für alle Stadien. Allerdings wird auch von der UEFA dann noch jedes einzelne Spiel bestätigt.
Es läuft dann quasi confirmed Media Booking, heißt es. Also wird dann jedes Spiel noch zusätzlich eigens bestätigt. Und nur mit dieser Bestätigung kommt man dann auch zum jeweiligen Spiel. Ist ein bisschen kompliziert. Alle, also soweit einmal die Informationen hat, auch die Carmen, wenn sie da auch Fragen dazu habt. Und wichtig ist in erster Linie jetzt einmal für alle, die noch nicht auf FEMA akkreditiert sind, sich dort zu akkreditieren, sofern man im Plan hat, bei der Euro dabei zu sein. Alle weiteren Informationen so sukzessive, sobald wir von der UEFA bekommen, geben wir das natürlich gerne weiter. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann sage ich noch einmal, gibt es doch noch eine Frage? Ja, bitte. Sie haben zuerst gesagt, Sie wollen nicht zu viel experimentieren, es werden aber dann doch sehr wohl auch Spieler die Chance haben, die bis jetzt nicht zu viel zum Zug gekommen sind, beim Spiel gegen die Schweiz hier zum Zug zu kommen, oder? Das sagen Sie. Ich habe das nicht gesagt. Das werden wir anschauen. Ob es dann so ist, das werden wir sehen. Gut, ich darf mich noch einmal beim Dr. Bruschak bei Raiffeisen ganz herzlich bedanken, dass wir hier zu Gast sein dürfen, auch für die gute Kooperation. Und wir sehen einander, denke ich, dann nächste Woche. Vielen Dank.